Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, wir haben hier ein bisschen was aufgeräumt gerade. So, dann werden wir hier mal Dinge einsammeln. Das ist auch eine 40er Rüstung. So. Das ist die Mars Pattern Kettenaxt. Okay. Nehmen wir mal mit. Und den Rest sammeln wir ein. Dann schauen wir uns hier unten um. Okay. Sehr schön. Okay, da sind noch mal Güter. Ablenkungsumhang. Dieser Umhang verringert die Wahrnehmung aller Feinde um Gefährtenbonus des Trägers innerhalb eines 5-Zellen-Radius. Und hier haben wir einen Navigatorenstab. Okay. So. Okay, wir gehen mal ganz kurz auf sie und vergleichen das mal mit ihrem. Sie hat verheerend. Und er hat Durchtränkung. Verbündete, die von Navigatorenkräften anvisiert werden, erlangen bis zum Ende des nächsten Navigatorzugs einen Bonus von +7 auf sämtliche Eigenschaften. Dieser Bonus addiert sich und wird pro Addition bis zum nächsten Zug des... nächsten Zug des Navigators verlängert. Okay. Gehen wir kurz hier rein. Zu ihr hier. Wahrnehmung, Willenskraft +5 und Wahrnehmung +10. Wartet mal. Willenskraft +5, Wahrnehmung +10. Okay. Weiß ich gerade nicht. Okay. Bücher und Luxusgüter, ob sie legal sind, ist in einigen Fällen fragwürdig. Aber die Navis Nobilität drückt bei solchen Details schon mal ein Auge zu. So, dann gehen wir hier rüber. Sammeln und einen Durchgang reinmachen. Okay. Nochmal auf die Karte. Hier haben wir nichts übersehen. Okay. Okay, hier passiert noch irgendwas, was wir nicht sehen können. Okay. Schauen wir uns das hier an. Der Thron des Navigators. Die Griffe sind extrem abgenutzt mit deutlichen Spuren von Fingernägeln. Beweise der Angst. Erfüllten Stunden im Kampf mit der Macht des Warp. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. So. Ah, hier ist noch was. Sehr gut. Der Anführer der Crew des verwüsteten Schiffes wischt sich mit einer für Navigatoren typischen Geste den Schweiß von der Stirn.
nicht mit der ganzen Hand, sondern mit zwei Fingern in einer Wischbewegung hin und her, um nicht versehentlich das dritte Auge zu berühren. Die Bewegung ist das einzige Anzeichen von Erschöpfung, das er sich gestattet. Seine Haltung ist tadellos. Schultern gerade, Augen nach vorne, als hätte er nicht gerade eine schwere Schlacht geschlagen, sondern würde sich lediglich an einem ereignislosen Tag auf der Brücke begrüßen. Seid gegrüßt, eure Lordschaft. Eine Forschung ist überflüssig. Ich kenne die Erben der Linie von Valancius vom Sehen. Ich bin Han aus dem Haus Cassini, der Navigator auf diesem Schiff, und habe als ranghöchster überlebender Offizier nach dem Vorfall das Kommando übernommen. Lady Navigator, was für ein unerwartetes und angenehmes Zusammentreffen. In Anbetracht der Umstände. Han senkt regelkonform den Kopf vor Cassia. Ich hatte noch nicht die Ehre, euch persönlich kennenzulernen, kenne aber natürlich das Emblem des Hauses Orselio. Wie geht es dem ehrenwerten Regenten? Cassia Orselio. Sie nickt reserviert. Höflichkeit kann die eisige Kälte eurer Worte nicht kaschieren, Navigator Han. Ich werde Regent Aronto dennoch ausrichten, dass ihr euch nach seiner Gesundheit erkundigt habt. Bestellt Novator Cassini meine besten Wünsche. Und nun sollten wir die Schmeicheleien beenden. Ich bin sicher, der Freihändler hat einige Fragen an euch. Während Han spricht, starren dich andere missmutig und angespannt an. Aus der Nähe ist klar erkennbar, dass sie alle Mutanten sind. Ihre Gesichter und Körper weisen unfassbar groteske Deformationen auf, genau wie die murmelnden Wahnsinnigen, die dich angegriffen haben. Allerdings haben Hans Gefährten einen völlig klaren Blick und zeigen keine Anzeichen von Wahnsinn. Was ist dem Schiff und der Crew widerfahren, Han? Das Schiff ist im Hafen von Dragonus registriert. Vor einiger Zeit erhielt der Captain die Anweisung, ein Paket auszuliefern. Dringend und persönlich an euch, eure Lordschaft. Uns wurde sogar ein Witt von eurem Gesicht gezeigt. Die Stimme des Navigators klingt ruhig, doch in seinem auf dich fixierten Blick liegt Anspannung. Die Katastrophe ereignete sich während des Warpsprungs. Alle Einzelheiten werde ich nie erfahren, weil ich mit meinen Hauptpflichten beschäftigt war. Aber aus irgendeinem Grund beschloss der Captain, das Paket zu öffnen. Und das, wie ihr vielleicht bemerkt habt, hatte überaus destruktive Auswirkungen auf die Crew. Han verzieht das Gesicht. Das Paket enthielt ein Chaos-Artefakt. Eine Chaosbombe sozusagen. Sobald sie aus ihrem schützenden Kokon genommen wurde, verlor die Crew den Verstand und begann zu mutieren. Zuerst betroffen waren der Captain und die leitenden Offiziere, aber die Wirkung breitete sich mit unglaublicher Geschwindigkeit aus. Jedes Deck wurde davon verschlungen, jedes einzelne. Die tobenden Mutanten waren nicht mehr bei Verstand und beschädigten zahlreiche Systeme. Das Schiff war in Schwierigkeiten und wäre ziemlich sicher zerstört worden, hätte ich keinen Notausstieg aus dem Warp durchgeführt. Die Menschen hier sind die einzigen Überlebenden, oder besser, die einzigen, die am Leben bleiben und ihren Verstand bewahren konnten. Ich habe so viele wie möglich gesammelt, die Gefahrenquelle isoliert und ein Notsignal gesendet. Wir trieben durchs All, warteten auf Hilfe und haben wahnsinnige Crewmitglieder abgewehrt. Dann seid ihr gekommen. Das Paket mit der Chaosbombe war also für mich gedacht? Wer war der Absender? Soweit ich weiß, kam der Befehl von Kunrad Voigtwier, dem Meister des Geflüsters im Gefolge der Freihändlerin. Wahrscheinlich hat er die Lieferung organisiert, entweder persönlich oder durch Mittelsleute. Abelards Gesicht verfärbt sich tiefrot.
Dieser verfluchte Verräter war vor uns auf Dragonus und kann nun ungestraft walten? Ich würde mich nicht wundern, wenn hier Hexerei im Spiel war. Wie sonst hätte er die Welt in so kurzer Zeit erreichen können? Han hält inne und fügt dann sehr direkt, fast dreist hinzu. Eure Reaktion lässt vermuten, dass ihr nicht mit einem solchen Paket gerechnet habt. Das ist gut zu wissen. Ich hatte mir schon fast eingeredet, dass der Freihändler bewusst Chaos-Artefakte sammelt. Wagt es nicht, mich der Kollaboration mit dem Chaos zu beschuldigen. Deutet es nicht einmal an. Bitte verzeiht, ich bin zu müde für Diplomatie. In jedem Fall wollte der Absender das alles. Han macht eine raumgreifende Geste über die Zerstörung und die Leichen von Crewmitgliedern um sich herum. Auf eurem Schiff passiert, nicht auf unserem. Und euch haben die Mutationen und der Wahnsinn nicht betroffen? Naja, wie man's nimmt. Ich wurde als Mutant geboren, wisst ihr? Han lächelt grimmig und erschöpft. Navigatoren lernen, dem Einfluss des Chaos zu widerstehen. Und das habe ich getan, so gut ich konnte. Aber ich will offen mit euch sein. Ich kann nicht garantieren, dass ich ihm komplett entgangen bin. Sichtbare Anzeichen gab es allerdings nicht. Noch nicht. Alles deutet darauf hin, dass Han die Wahrheit sagt, aber du bemerkst auch, wie schwer es ihm fällt, der Verderbnis zu widerstehen. Er ist extrem müde, praktisch völlig erschöpft. Wo ist das Artefakt jetzt? Die Anspannung in seiner Haltung und seinem Blick wird noch offensichtlicher. Ich habe es in einem schützenden Sarkophagus verwahrt, der verlässlicher ist als das vorherige Behältnis. Leider ist ein so mächtiges Artefakt unter diesen Umständen unzerstörbar. Will sagen, ich konnte nicht garantieren, dass es dann alle von uns atomisiert und mehrere Lichtstunden weit im umliegenden Weltraum verteilt. Aber sobald wir das Schiff verlassen haben, werde ich einen Weg finden, das vermaledeite Ding zu zerstören. Wir können Minen in den Überresten des Schiffs legen und alles zusammen mit dem Artefakt aus sicherer Entfernung sprengen. Ich habe die Ressourcen und das nötige Wissen dafür. Deine Worte geben Hand zu denken, aber er wirkt überzeugt. Er entspannt sich ein wenig und fragt dann prüfend: Was wird aus mir und der Kuh? Nehmt ihr uns mit? Ich nehme euch mit an Bord meines Schiffs. Dort ist mein Wort gesetzt und niemand wird es wagen, euch zuzusetzen, Mutationen oder nicht. Danke. Han salutiert vor dir und fügt dann hinzu: Lord Captain. Okay. So. Ob es wirklich richtig war, werden wir wahrscheinlich später bemerken. Die Mutanten könnten noch ein Problem für uns werden. Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir hier fertig. Okay. Wir gucken ins Journal.
Hier haben wir immer noch. Wir müssen immer noch nach Kiawa Gamma. Da müssen wir auch zu den vergessenen Zwillingen. Das Zertifikat einer offiziellen Handelsvertreterin. Achso, das müssen wir. Okay. Gut. Okay. Das heißt, wir können wieder auf die Karte gehen oder hier mal aufs Inventory. So, und mal ganz kurz schauen. So, was hast du? Du hast eine... Jawohl, dann nimmst du die hier. Warte mal, hast du einen Umhang? Ja, hast du. Du hast auch eine 35er Rüstung. Mhm. Das heißt, du kriegst den hier. Ja, und damit können wir tatsächlich diese Dinge dann, glaube ich, ins Lager packen. Idira hat das Ding. Mhm. Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal hier auf die Lagerverwaltung und schieben die hier mal alle rein. So. Das darf hier nicht rein. Wir haben noch 7 Extraktoren. Ah, hier haben wir noch die kommen auch hier rein. Hier können wir mal ganz kurz auf ihn hier schauen. So, wie sieht's denn aus? Das Ding im Vergleich zu deiner... Okay, dann kriegst du jetzt eine Mars-Pattern-Axt. Ja. Ja, kriegst weniger auf Parieren. Ja, obwohl Parieren ist bei dir eigentlich schon ganz gut. Ja, das bringt nicht so viel. Okay. Gut, dann geht das Schwertchen jetzt auch hier rein. Dann gucken wir uns noch mal ganz kurz sie hier an. Sie könnte das Ding benutzen. Oh ja. Okay, sehr schön. Dann geht das Kettenschwert. Ach, das wollten wir ja auch noch mal überprüfen. Ja, weißt du was? Wir machen jetzt das Update hier. Okay, hat sonst noch einer dieses Gewehr? Der hat das Longlass. Reichweite 18. Ja, macht einen Punkt mehr Schaden, macht weniger... Zusätzliche Trefferchance, macht weniger Ausweichreduktion. Okay, dann bei ihr hier... Sie hat gar keine solche Waffe. Hm. Wir könnten ihr das statt dem Sturmkarabiner geben, ja? So. Hm. Tja, dann kriegt sie hier noch eine Mars-Pattern-Axt. So. Sie könnte auch die Nadelpistole benutzen. Gegen den... Gegen den gut gepflegten Stummelrevolver. Da machen wir die Salve eh nicht. Oder relativ selten. Machen wir es so. Dir fehlt dann hier nichts. Du hast das Eldari-Kettenschwert. Sie-Schwert, jawohl. Maschinenpistole, wir überprüfen mal.
Deadshot-Stummelrevolver und 8 bis 16, ja. Das Ding hier, Meltergun, 14 bis 19. Okay. Ah, okay, das funktioniert nicht, okay. Dann kriegst du auf jeden Fall den hier. Und dein Stab macht Leben aussaugen. Okay, das behalten wir so bei. Und dann überprüfen wir nochmal sie. Sie hat das Lichtbogengewehr. Das ist natürlich auch sehr cool. Plasmawaffen kann sie nicht verwenden. Okay. Dann kommt das hier jetzt raus. Das hier raus. Das hier raus. So. Der ewige Mut wird ewig bei uns bleiben. Das Ding kommt hier weg. So. Die Maschinenpistole kommt auch weg. Und das ist die Bolt-Pistole. Okay. Juli, dann haben wir das hier auch. Und wir gehen... Ah, Mist. Mist, wir hätten hier noch das Plasstahl abfarmen können. Machen wir das noch? M3 Plasstahl. Ah, man sieht das dann auch, wenn man es entdeckt hat. Okay. Jawohl, aber man sieht nicht, wie viel. Mhm. Gut. Oh, wir haben 11 Punkte. Wir haben 11 Punkte. Ist ein unerforschtes System. Das haben wir erforscht, das haben wir noch nicht erforscht. Ah, okay, so sehen wir das dann. Wir könnten... Mal 12? Wieso haben wir denn jetzt 12? Ich dachte, wir hätten gerade 11. Okay, wir müssen... Okay, wir müssen... immer die Warp-Reise so machen. Verzeiht, Lord Captain. Die Enforcers melden, dass euer Eldari-Schoßhündchen schlechte Laune hat und zur Brücke unterwegs ist. Wir haben es nicht gewagt, sie aufzuhalten, aber ich schätze, vor euch liegt ein schwieriges Gespräch. Bitte gewährt mir einen kurzen Moment eurer Zeit, Elantach. Irliette erscheint unauffällig neben dem Thron, augenscheinlich erschöpft und wütend. Asyrian weiß, dass wir die neugierigen Blicke der Kempansei gleichgültig sind. Ich habe mich in den blühenden Gärten der Liliad daran gewöhnt. Sie verfluchen mich aus der Ferne, beobachten jede meiner Bewegungen, schützen sich vor mir. Sollen sie ruhig. Was ist mir geistig derart schwachen und primitiven Kreaturen schon anzufangen? Und dennoch, Irliette berührt ihren Seelenstein und in ihrem Gesicht zeigt sich echter Abscheu. Eine Aktion einer Kenpansei hat meinen Geduldsfaden nun doch reißen lassen. Sie wagt es, an mich heranzutreten, sprach mich an, berührte meine Hand und schlug vor, wir sollten uns an einen privaten Ort zurückziehen. Sie wollte Kaimorak. Schon die Erinnerung lässt in meiner Seele einen Sturm entstehen.
Hat euch das wirklich so sehr beleidigt? Irliet ist emotional so überwältigt, dass ihr Körper zu zittern beginnt. Stellt euch vor, Elantach, dass eine wilde Bestie euch lüstern nachstellt. Das ist abartig, widerwärtig, so abstoßend, dass eure Seele schaudert. Meine Leute haben sich abstoßend verhalten und dafür entschuldige ich mich. Irliet neigt den Kopf, als könnte sie nicht glauben, was sie gerade gehört hat, und sieht ihr direkt in die Augen. Ich akzeptiere euer Wort, Elantach, und dennoch... Ich werde mit meinen Untertanen reden. Ihr werdet nicht wieder belästigt. Eure Worte wärmen meine Seele. Irliet nickt und wirkt kurzzeitig gedankenverloren. Gut, ich gehe jetzt. Vergesst euer Sprechen nicht. Okay. Ich mach mal ganz kurz Pause. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Für euch war das nur ein Augenzwinkern. Für mich ein paar Minütchen. So. Wir gehen zurück. Und wir sind hier angekommen. Und wir... Ach so. Hier müssen wir ja gar nicht untersuchen. Hier waren wir ja schon. Genau. Das heißt, wir gehen wieder zurück auf die Karte. Und springen. Okay, wir können einen Punkt hier auf jeden Fall mal investieren, um hier eine sichere Route hinzukriegen. Er bitte Erlaubnis, Bericht zu erstatten, Lord Captain. Ich empfange laufend Nachrichten über merkwürdiges Verhalten verschiedener Schiffssysteme. Alle Decks berichten, dass sich Türen, Tore und Luftschleusen unkontrolliert öffnen und schließen. Sie verhalten sich völlig willkürlich und gehorchen den Befehlen der Diener nicht mehr. Bedauerlicherweise hat das zu Todesfällen in der Crew geführt. Die Techpriester sagen, dass dieses Phänomen durch die Reizbarkeit der Maschinengeister ausgelöst werden. Sie haben Stunden damit zugebracht, Litaneien zu singen, um die Geister zu besänftigen. Leider wurden viele Crewmitglieder schwer verwundet, bevor die Systeme durch die Gebete stabilisiert werden konnten. Okay. Wir nehmen das hier. Das wird ja immer schlimmer an Bord unseres Schiffs. Okay, hier haben wir unbekannte Schiffe. Wir bewegen uns erstmal hier hin. Schauen, dass wir die erstmal umgehen. Scan beginnen. Hier ist nichts. Eine brennende Welt. Dann wird das hier sicherlich auch eine brennende Welt sein. Das ist ein Wüstenwelt, okay. Okay, dann gehen wir hier hin. Okay, plus Stahl, wie viel? Es wurde eine natürliche Ansammlung von Unregelmäßigkeiten auf soliden Planetenoberflächen entdeckt. Wahrscheinlich das Vorkommen natürliche... Mineralien ist hoch. Plaststahl 7. Okay. Okay, das machen wir. So. 7. Okay, wir fliegen hier am unbekannten Schiff vorbei. Was? Was?
Ich bin doch dran vorbeigeflogen. Was passiert hier? Okay, da werden wir von den Eldari angegriffen. Okay. Da werden wir von den Eldari angegriffen. Und wie dieser Schiffskampf ausgeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Däumchen, für kleine Kommentare und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.